Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, in dem ich euch ein bisschen von meiner Situation erkläre bzw. berichte, damit ihr so einen besseren Einblick von mir und meinem Projekt bekommt, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass da dadurch bei euch, meinen Zuschauern, sehr viel Missverständnisse oder Sachen ein bisschen verschwommen werden. Wie das mit mir und meinem Projekt gerade momentan läuft oder wie das eigentlich alles entstanden ist. Also es war damals so, dass ich mein Wirtschaftsinformatikstudium im fünften Fachsemester abgebrochen habe und dann einfach angefangen habe, meinem Bauernfreund freiwillig auszuhelfen auf seinen Feldern. Und dann nach 2 Jahren, wo ich ihm freiwillig ausgeholfen habe, und ich war da jeden Tag bei ihm mit auf dem Feld, also so ziemlich das Dreivierteljahr, im Winter konnte man da nicht so viel machen. Und da habe ich mich auch schon in der Zeit ein bisschen mit YouTube beschäftigt. Damals ging es hauptsächlich nur um die Ernährung und meine Umstellung damals. Da kann man sich die älteren Videos auch mal anschauen. Und nach 2 Jahren hat er mir dann das erste Feld vermittelt sozusagen. Das war dann der Anfang oder beziehungsweise der Startschuss von mir und meinem Permakulturprojekt. Das Feld musste ich ja letztes Jahr zum Beispiel aufgeben und dann habe ich dann angefangen, mein eigenes Ding und mein eigenes Projekt zu machen. Und da war ich auch den ganzen Tag im Garten beschäftigt, beziehungsweise bei meinem Permakulturprojekt, und habe da auch nebenbei, was ich ja heute auch noch mache, also Ernten, Aussehen, Erde aufbereiten, Nisthilfen aufstellen und alles Mögliche. Also viele unterschätzen das, was eigentlich eine Permakultur ist, beziehungsweise in den Anfangsjahren, das ist eine Heidenarbeit. Vor allem habe ich ja nicht die ganzen Maschinen gehabt und habe es ja auch immer noch nicht, sowas wie eine Fräse oder einen größeren Bagger, alles Mögliche. Ich mache auch jetzt noch sehr vieles mit der Hand. Damals habe ich noch die Beete mit der Grabgabel, wenn ich die Grasnarbe ausgestochen habe, umgegraben. Manchmal ja die No-Dig-Methode mit den Karton. Aber jedenfalls ist halt vieles bei mir Handarbeit. Da im Hochsommer bin ich auch da den ganzen Tag beschäftigt, im Folientunnel mich um die Tomaten zum Beispiel zu kümmern. Kann man ja auch ein bisschen in meinen Videos zum Beispiel sehen. Und da kommen halt dann viele, bekommen halt den Eindruck, wenn sie zum Beispiel Permakultur hören, weil halt viele nicht wissen, was das eigentlich genau ist, oder die meinen halt dann, weil sie im Internet aufgenommen haben, ja, wenn man Permakultur macht, dann hat man keine Probleme mit irgendwelchen Plagen oder Ungleichgewichten von Insekten, dann regelt sich das alles sofort. Das ist halt ein Prozess, der halt über Jahrzehnte halt auch geht. Da muss er halt die ganze Zeit Erde aufbereiten, Bokashi einarbeiten und das ganze Zeug Humus aufbauen, damit die Pflanzen auch von alleine wachsen, dass du dann nicht mehr viel zu tun hast, dass du halt ein natürliches Gleichgewicht hast mit Nisthilfen aufbauen und alles Mögliche. Ich habe ja von einem Rasen bei beiden Flächen anfangs da begonnen. Da steht ja bis heute auch noch nichts. Und das ist halt eine Arbeit, die ganz täglich auch ist. Also ein Fulltime-Job. Ich habe keine Feiertage. Also da mache ich auch immer irgendwas. Vor allem im Sommer, wenn da irgendwelche Feiertage oder Sonntag ist, da arbeite ich ja trotzdem. Habe dann auch Wochen. Da sind so 70 Stunden in der Woche überhaupt kein Problem, weil ich ja noch nebenbei das ganze YouTube und die Webseite mache, aber später dazu mehr. Jedenfalls glauben halt dann viele, ja, Garten ist halt so ein bisschen nebenbei, so nach der Arbeit 1, 2 Stunden oder Rentnerarbeit und sowas, wird halt bei vielen zum Beispiel nicht so wertgeschätzt. Gab auch mal bei mir Leute, die bei mir einkaufen wollten und wollten dann die Handarbeit und alles Mögliche nicht zahlen, weil das Obst und Gemüse dann ihnen viel zu teuer war, manchmal Bio-Standard, manchmal vielleicht ein bisschen höher als im Bioladen. Aber dann wollten halt viele dann den Preis von einem Discount oder sonst irgendwas haben, wo ich dann immense Verluste machen würde, und dann habe ich dann auch abgelehnt. Also da ist schon mal hier die Wertschätzung bei vielen Menschen ein bisschen realitätsfern oder wirklichkeitsfern. Und sonst muss ich da auch dazu sagen, weil vielleicht auch der Eindruck erweckt wird, dass die Flächen, die ich habe, oder sonst irgendwelche Grundstücke, die haben mir nie gehört. Selbst hier, ich lebe bei meinen Eltern mietfrei sogar noch. Ich helfe denen halt im Haushalt oder da, wo es so gut geht. Kutschiere meine Mutter im Auto irgendwo hin, wenn sie zum Arzt muss und alles Mögliche, mache vieles auch im Haus. Und ja, also das Grundstück gehört meinem Vater. Und da gibt es halt auch manchmal immer Komplikationen mit der Permakultur, weil er es halt ein bisschen anders sieht. Er ist anders groß geworden, halt
Wirtschaft in der Sowjetunion ist ja immer noch ein bisschen besser gewesen auf die konventionelle Methode, aber es ist halt immer noch viel mit Umgraben und alles Mögliche oder Nisthilfen aufbauen, Totholzhecken und sowas. Und sowas mag er halt eigentlich nicht, weil er dann will mehr den ordentlichen Garten haben möchte. Und da gab es dann auch immer wieder ein bisschen Konfrontationen, wo ich mich dann ein bisschen beweisen musste, mich gegen ihn ein bisschen durchsetzen. Und letztlich ist er dann daraus gekommen, dass ich ja halt dann sozusagen Verantwortung über das übernehme, was ich halt mache. Natürlich logisch, dass er nicht so viel Arbeit hat im Nachhinein zum Beispiel hat. Deswegen hat er mir auch, er hat mir auch den Folientunnel finanziert. Also den habe ich mir nicht selber holen können, sondern er hat mir ihn finanziert, damit ich hier eine Grundlage habe, um das aufzubauen. Und im Allgemeinen ist es auch so, das Projekt würde ohne meinen Vater schon nach den ersten 6 Monaten wäre schon vorbei gewesen, weil wenn ich nicht bei ihm wohnen würde, er zahlt den ganzen Strom, den ich verbrauche, er zahlt das ganze Wasser, ich darf sein Auto nutzen, da zahlt er sogar noch den Sprit und alles Mögliche und viele Gartenutensilien und alles Mögliche übernimmt er auch noch und manchmal hilft er mir noch im Garten, ungefähr so 10%, der ist ja selbst noch nebenbei erwerbstätig und der hilft mir halt einfach nur aus und befolgt einfach nur die Anweisungen, die ich ihm gebe. Aber so von vornherein hat er mir so ziemlich alles finanziert und ich könnte mir sogar jetzt könnte ich mir keine Mietswohnung oder sonst irgendwas leisten. Also jetzt in dem Jahr habe ich es geschafft, so an die, ja, sagen wir mal, etwas mehr als Hartz IV zu erreichen, wo ich mir dann mein Essen zukaufen kann, weil ich bin ja Rohveganer, ich esse vieles aus dem Garten, nicht mehr, was meinem Körper nicht so gut tut oder was mir halt nicht schmeckt, also das ganze Kohlzeug oder sowas. Wurzel, Gemüse esse ich nicht, also das Einzige, was ich esse, sind Gurken, Tomaten, Früchte, Paprika, also so wasserhaltige Sachen. Und der Rest fällt dann mehr oder weniger raus. Das heißt, ich kann mich im Sommer ziemlich gut selbst versorgen, im Winter eher weniger. Ich koche halt die ganzen Sachen an, um das halt wieder auch zu verkaufen, um dann eine Reinvestition zu machen und ein bisschen auch meinem Vater zu zeigen. Wenn ich halt solche Sachen verkaufe, das ist ein bisschen Geschäftsmann, dass ich auch damit mit dem Projekt Geld verdiene, damit ich mit ihm keinen schiefen Haussegen, sage ich mal, habe. Da möchte ich mir jetzt nicht unbedingt Probleme einholen. Also so viel zu dem Punkt, dass halt ohne meinen Vater die Finanzierung des Projekts im Allgemeinen überhaupt nicht funktionieren würde. Und die andere Unterstützung bekomme ich jetzt auch zum Beispiel von meiner Mutter in dem Zusammenhang, dass sie mir geholfen hat beim Einkochen. Da auch wieder gab es ein paar Schwierigkeiten beim Einkochen, weil sie es halt gelernt hat, die eingekochten Lebensmittel umzudrehen. Da gibt es ja auch Bilder und sowas, dass man das ja nicht machen sollte. Da gibt es auch spezielle Gründe dafür, weil die jetzt da nicht tiefer eingehen. Und da gab es auch wieder Diskussionen, musste mich auch wieder mit ihr ein bisschen durchsetzen, hat sie sich auch wieder ihren eigenen Kopf durchgesetzt. Und dann gab es auch wieder manchmal Streitereien und sowas. Also ist auch ein bisschen nervenaufreibend. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Und den Rest eigentlich der im Garten, also sagen wir mal so 80, 90% im Garten mache ich. Ich mache die Planung, ich sehe aus, kümmere mich um die ganzen Pflanzen, also zum Beispiel bei den Tomaten mit der Braunfäule, da habe ich die alle 2 Tage mit Natron eingesprüht. Solche Sachen mache ich. Ich ernte selber. Dann das ganze Saatgut nehme ich selber, Saatgut abpacken und euch zum Beispiel verschicken. Das ist zum Beispiel auch eine Unterstützungsmöglichkeit für mich und mein Projekt. Zum Beispiel auch den mehr als 850 Jahre alten Kürbissorte kann man auch ruhig bei mir bestellen. Den GT Okunose ist ein super Winterkürbis, so nebenbei. Aber die Sachen, die packe ich auch selber ab und verschicke sie. Genauso wie wenn ich an euch zum Beispiel Apfelmus, Birnenmus, Pfirsichmarmelade, Fermente, eingelegte oder eingekochte Tomatenstückchen mit Paprika und alles Mögliche da an euch schicke. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung die Produkte. Könnt ihr auch gerne bestellen, um das Projekt zum Beispiel zu unterstützen. Das bereite ich auch alles vor und verschicke es auch. Und ausliefern zum Beispiel meinen Freunden. Also ich fahre dann noch eine gewisse Runde. Das sind dann meistens so 40 Kilometer hin und zurück, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, das sind sogar 50, 60. Und das einmal, damit ich halt mein Obst und Gemüse zum Beispiel auch loswerde. Also das heißt, ich ernte und liefere das sogar noch aus, um halt da das Geld mit zu verdienen. Das ist jetzt der eine Teil. Das betrifft jetzt nur bei mir den Anbau und die Auslieferung an die Leute und das Verarbeiten. Der andere Teil, den ich halt mache, und das ist halt bis jetzt unentgeltlich, beziehungsweise das ist
ein Zuckerlove für euch, könnte ich sagen. Also das ist YouTube. Ich habe damals halt angefangen und mir das ganze Equipment gekauft. Das war, ist und habe bis heute immer wieder weiter Equipment gekauft, damit ich eine qualitativ hochwertige Videos für euch machen kann. Und das hat sich bis heute noch nicht allein von YouTube wieder reingeholt. Also das heißt, ich habe sogar mehr investiert, als ich da bis jetzt rausbekomme. Und bei YouTube ist es halt so, ich habe jetzt momentan 1200 Abonnenten plus. Und da kann ich mich immer noch nicht beim Partnerprogramm bewerben, weil mir halt noch 1300 Wiedergabestunden fehlen. Also ich brauche mehr als 1000 Abonnenten, die habe ich, und mehr als 4000 Stunden Wiedergabezeit, damit ich überhaupt YouTube-Partner werden kann. Das heißt, die jetzigen Videos, die ihr seht, meiner Videos Werbung davor gestalten ist, das macht YouTube intern, damit verdienen die ihr Geld. Ich bekomme davon gar nichts. Und selbst wenn ich durch YouTube Einnahmen bekommen würde oder generieren könnte, dann habe ich viel zu wenig Klickzahl und meine Videos sind noch nicht so bekannt und das Ganze, da würde ich auch nicht viel verdienen. Also das heißt, davon könnte ich auch nicht leben. Das ist aber auch bei vielen, die YouTube machen, auch bekannt, dass du da eine Heiden Abonnenten und Klickzahl und alles Mögliche benötigst. Also ein Kanal, der ziemlich gut performt, dass du da überhaupt irgendwas Anständiges davon verdienen kannst. Und da bei den Videos ist es ist eine riesen Heidenarbeit. Also wenn ihr mal so ein Video von 10 bis 20 Minuten so seht, dann ist da immense Zeit an Vorarbeit da mit dabei. Also erstmal überlegt man sich, über was möchte man ein Video machen, dann schreibt man sich ein paar so Stichpunkte auf, worauf man eingehen möchte, oder recherchiert da ein bisschen, da kann auch schon mal ein, zwei, drei Stunden schon vergehen. Dann fängt man an, das zu drehen, versucht es natürlich auch in verschiedenen Perspektiven und Einstellungen zu machen. Da hat man natürlich nicht immer gleich den ersten Versuch, der perfekt läuft, sondern verspricht sich oder das passt dann nicht mehr. Und dann, wenn man zum Beispiel so einen Gartenrundgang macht mit verschiedenen Szenen oder auf verschiedenen Orten, muss man immer wieder abbauen und aufbauen. Das heißt, allein für einen Videodreh können dann schon zwei, drei Stunden vergehen, wenn nicht sogar mehr. Und dann muss man das ganze Zeug natürlich schneiden, das ganze Videomaterial durchschauen, zusammenschneiden, vielleicht nochmal ein paar Witzchen damit reinmachen, sonstige Bildeffekte oder dass das Bild sich ein bisschen bewegt und das Ganze, damit die Leute auch ein bisschen gespannter dabei dranbleiben, weil viele schalten dann ab, wenn es inhaltlich nicht passt und sich dann nicht irgendwie was bewegt und sowas. Und das ist für viele langweilig, weil ja die Konzentration nicht hoch genug ist. Dann muss es halt zum Beispiel bei mir rendern. Das dauert bei mir je nach Video 2 bis 4 Stunden. Da kann ich am Laptop zum Beispiel gar nichts machen. Und dann das Ganze hochladen, auch wieder so 2, 3 Stunden wegen meiner Internetverbindung. Dann tut man sich nochmal ein Videobild, also das Thumbnail aussuchen, damit halt da die Leute interessiert sind, drauf zu klicken. Also muss man da auch auf spezielle Sachen achten und einen ansprechenden Titel, damit die Leute auch angesprochen werden, drauf zu klicken. Muss man da auch wieder aufpassen, dass es nicht zu sehr auf Clickbait ist, weil dann schauen da die Leute auch nicht gerne drauf, weil es dann zu sehr übertrieben ist, sondern da muss man auf viele Sachen berücksichtigen. Und dann ist das Video sozusagen fertig und verbreitet man auf Social Media und alles Mögliche. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist zum Beispiel eine Webseite. Die gestalte ich auch. Habe ich am Anfang auch alles selber gestaltet, vor 3 Jahren. Alles selbst aufgebaut, alles selbst angeeignet. Und wie gesagt, mache das ganze Projekt alleine. Viele sagen ja, wenn sie mich anschreiben, ihr macht ja ein super Projekt. Das bin mehr oder weniger ich online, nur ich. Ich schaue mir die Webseite an. Auch zum Beispiel mein Buch selber geschrieben, alles Mögliche, was ihr da seht. Und das, ich schätze auch sehr, wenn ihr zum Beispiel Rechtschreibfehler von mir darauf aufmerksam macht oder die mir auch verbessert oder sowas, weil ich sehe es manchmal nicht. Ich bin Russlanddeutscher und in Deutsch war ich auch nicht so der Beste. Da versuche ich es auch nochmal besser zu machen, übe da auch regelmäßig. Und da sehe ich halt manchmal die Rechtschreibfehler nicht. Und da kommen ja natürlich auch die Vorschläge, ja, lass es doch mal von jemandem drüber schauen. Habe ich schon gemacht, habe da auch mal Freunde gefragt, aber die sind ja natürlich auch erwerbstätig, haben auch andere Sachen zu tun und wollen vielleicht dann nicht am Abend nochmal eine Stunde lang
von mir das durchschauen, damit ich das rechtzeitig hochladen kann, damit bei mir nicht so ein Stau kommt. Weil es kann dann mal passieren, ich habe mal Freunde gefragt, da hat es dann hat es dann 1, 2 Wochen gedauert, bis ich dann das zurückbekommen habe. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit 1, 2 Wochen lang warten, bis ich Content raushaue auf meiner Website oder sonst irgendwas. Das zieht sich halt dann immer ein bisschen. Und das ist halt das Gleiche wie bei meinem Buch. Da bin ich jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre oder 4 Jahre dran, habe es halt geschrieben und allein das Korrekturlesen, um da jemanden zu finden, hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, wenn nicht sogar länger. Da hat es dann auch sich lange hingezogen und dann kommen halt bei mir immer neue Erkenntnisse. Und jetzt, seit dem Herbst, hat sich ein guter Freund gefunden, der Christian, der auch mir auch die Flyer zum Beispiel umsonst gemacht hat, da nochmal vielen Dank, oder der mir auch die Tasse gemacht hat und zugeschickt hat. Da nochmal vielen, vielen Dank, Christian. Hast ja auch eine eigene Webseite, die verlinke ich dir dann unten als kleines Dankeschön in der Videobeschreibung. Dann kannst du auch mal gerne reinschauen. Er macht eine richtig gute Arbeit. Und er schaut mir jetzt das, tut mein Buch Korrektur lesen. Da auch wieder, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du hast ja selbst auch Sachen nebenbei zu tun. Ich bin dir trotzdem sehr dankbar, dass du es überhaupt machst. Aber solche Sachen, das zieht sich halt immer alles recht lange. Und das ist halt dann ja auch so ein Grund, warum das halt auch bei mir das Projekt so lange zieht. Andere Projekte, die haben mehrere Leute im Hintergrund und ich mache das hier alles alleine. Und daher halt auch einfach nur das Verständnis, wo ich halt meine Prioritäten setze. Für mich sind halt wesentliche Prioritäten einfach, dass ich versuche, mich finanziell unabhängig zu machen. Deshalb schreibe ich auch zum Beispiel das Buch, mache auch die Kurse und alles Mögliche. Mache zum Beispiel auch die Affiliate-Programme bei verschiedenen Webseiten, auch bei Amazon und alles Mögliche. Oder auch bei Lebenskraft pur oder bei Slow Juice. Und da ist es halt auch für mich so eine Art Geben und Nehmen, weil es kommen viele Leute auf mich zu und sagen mir, ja, danke, dass ich ein super, super Projekt habe, dass ich schon von mir was gelernt habe, auch in Sachen von schleimfreier Heilkost, beziehungsweise der Gesundheit, dass er auch ein Wissen ist, das nicht so verbreitet ist. Da kenne ich auch nur ganz wenige YouTube-Kanäle, die darüber sprechen. Und dass ich den Leuten auch geholfen habe. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die von meinen Videos profitieren. Und ich schätze es auch sehr, wenn die Leute auch da auch was tun, dass ich das Projekt weitermachen oder fortführen kann. Das heißt, ihr könnt mir, also ihr dürft mir zum Beispiel, ich möchte euch nicht zwingen, ihr könnt mir über PayPal oder über meine Bankverbindung etwas zukommen lassen, beziehungsweise auch bei Patreon Mitglied werden, damit ich halt ein regelmäßiges Einkommen habe, damit ich auch das Projekt refinanzieren kann und ich für euch auch weiterhin Videos produzieren kann. Ich schätze es natürlich sehr, eure Dankbarkeiten und euren Lob und alles Mögliche. Natürlich auch eure Kritik und Verbesserungsvorschläge, aber das ist ja dann auch irgendwann an einem Punkt, davon kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht meine Stromrechnung bezahlen, die Wasserrechnung oder wenn ich mit meinem Vater die Kosten übernehmen möchte, zum Beispiel vom Sprit oder auch einfach meine eigenen Lebensmittel zahle, das wird dann etwas schwieriger mit einem reinen Danke und alles Mögliche. Von dem her, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr etwas übrig habt, einfach dem Projekt etwas zukommen lassen, zu spenden, vielleicht auch auf Spreadshirt. Das Merch zu kaufen, habt ihr auch noch wieder was davon. Und dass halt sich so das Projekt einfach refinanziert und ich dann weiterhin für euch Videos machen kann. Und in dem Zusammenhang, das wollte ich euch einfach mal mitteilen, wie meine Situation halt momentan auch ist. Und ja, in dem Zusammenhang, wie immer das Gleiche mit dem YouTube-Algorithmus, da könnt ihr mich auch unterstützen. Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren und dabei auf die Glocke drücken, kommentieren, auf Social Media Plattformen teilen, damit der YouTube-Algorithmus auch durch die Kommentare und das Daumen hoch einfach meine Videos weiter verbreitet und immer mehr Leute auf mich zukommen, wäre ich euch auch sehr dankbar. Und sonst sehen wir uns dann in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.